So, ho, 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 Leute, da sind wir wieder bei der Quickman Stage. Und ja, wir haben letztes Mal gemerkt, dass die Stage ähnlich scheiße ist wie die Heatman Stage. Aber ich denke mal, wir werden die schon noch schaffen, wenn wir uns ein wenig anstrengen. Wir müssen das nur mit dem Laser und dem Zeitanhalten besser timen. Irgendwie. Vielleicht soll... Oh. Wenn wir das mit der Zeitanhalt später einsetzen, komme ich vielleicht weiter. Aber dazu müsste ich erstmal die anderen Laser... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Laser. Ja, die hier sind wenigstens noch... Die sind wenigstens noch leicht auszuweichen. Und da sind viele tolle Sachen, die ich gerne hätte, aber... Es soll nicht sein. Hier kommen wir... Alter, so weit waren wir in dem Level erst? Hm. Ich dachte, wir wären schon fast am Ende des Levels gewesen. Also auf jeden Fall hart genug, um das Ende des Levels zu sein. Diese Scheiße mit dem... Komm, wir versuchen es gleich auf Anhieb. Na, so nicht. So nicht. Yep. Wir nehmen einfach den normalen Schuss. So, ich merke gerade, dass ich die ganze Zeit auf eine falsche Taste... Ach, egal. Nicht so wichtig. Ha. Ich kann mir einfach nicht merken, oder ich will mir besser gesagt nicht merken, dass ich mit Start die Waffe auswählen muss. Alter, das war doch jetzt wirklich eine... Oh, ey, das regt mich schon so ein bisschen auf, ne? Ja, ach. Ich will wenigstens den ersten Screen ohne Zeitanhalten schaffen. Na komm, nee. Schaffen wir nicht. Ganz schnell sein, ganz fix. Und hier kommen wir... Wie kommen wir da durch? Gar nicht. Och, das Level ist scheiße, ey. Problem ist nur, dass nach dem einen Screen nichts ordentliches mehr kommt und das Zeitanhalten quasi verschwendet ist. Also es kommt der erste Screen und dann der zweite, die ohne das Zeitanhalten wahrscheinlich ziemlich schwer zu schaffen sind, und dann kommt erstmal eine lange Zeit nur Kacke. Alter! Ich war doch schon am Fallen! Och, das Level ist Mist. Aber ich würde sagen, wir schaffen das. Jetzt brauche ich das Leben erst gar nicht einzusammeln. Wir werden es eh so schnell wieder verlieren. Wir müssen einfach nur schnell wieder dorthin kommen. Damit wir eine akzeptable Anzahl an Level-Tries in ein Video packen können. Dieses Level ist am Arsch. Und ich auch. Wer sich das mit diesen Lasern hat ausgedacht. Der gehört so, aber so. Ihr wisst schon, ne? Das ist gar nicht mehr lustig, so wie der so gehört sich. Ja, Damage ist mir scheißegal. Wir sind eh instant tot, wenn wir den Laser berühren.
Sag mal, wie sollen wir den Screen bitte schaffen? Nee, ernsthaft mal, wie sollen wir den denn schaffen? Ich meine, ich bin doch schon gerade am äußersten Teil gelandet, wo ich landen kann, wenn ich vom Screen vorher komme. Alter, ich geh doch nicht zurück, ey. Oh, die Stage ist am Arsch. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zu der Stage sagen soll. Ich meine, hätten die sich irgendwas anderes ausdenken können als die Kacklaser? Da hätten die diesen Abschnitt nicht einbauen müssen, damit es wenigstens schneller geht, als wenn wir zu den blöden Lasern kommt. Wir müssen einfach mal versuchen, weiterzukommen. Man kann gar nicht so schnell laufen. So. Man darf nicht einen Pixel zu langsam, zu weit hinten zu irgendwas sein, ey. Dass man das aber auch nicht mittendrin abbrechen kann. Och. Mist, noch mehr! Wir haben es gerade geschafft. Männchen mal, meine Energietanks. What? Warum sind meine Energietanks weg? Sag nur, wenn man Game Over geht, verliert man die. Ich weiß, dass es in anderen Teilen nicht so ist, ne? Wir laden mal unser Dingens auf, sollten hier noch mehr solche Teile kommen. Solche bekackten Laser. Ja, scheiße. Das ist schon wieder unser Todesurteil hier. Wisst ihr, da kommt man an den Lasern vorbei und dann killen die Viecher. Wie kacke ist das denn? Den Boss schaffen wir eh nicht. Haben wir noch ein Leben, haben wir auch nicht mehr. Flash, komm. Flash. Flash wird bestimmt die Schwäche des Gegners sein. Wie auch immer das dann Damage macht. Ja, guck, die Energie von dem geht runter, während wir Flash dann haben. Ach, guck mal, der ist ganz schön quick, der. Der Quick Man. Dammit. Och nö, ey, wir waren so weit! Ich hoffe mal, ich schaffe das jetzt auch jedes Mal wieder. Das wäre irgendwie schön. Also, wir nehmen uns ein extra Leben mit. Komm her, blödes Leben. Vielleicht lassen die ja auch noch extra Leben fallen, vielleicht. Nein, Energie. Energie, Energie. Whatever. Sollen sie ruhig fallen lassen, müssen sie fallen lassen. Die Laser, ey, die Laser, die regen mich auf, die Laser. Ich hoffe nur, dass es nach der Stage nie wieder diese Laser irgendwo gibt. Die Laser sind kacke.
So, Flash. Ey, wir haben es wieder auf Anhieb geschafft. Irgendwie komme ich mir gerade ziemlich lame vor. Warum haben wir das vorher die ganze Zeit nie geschafft? Ganz viel Energie zum Flash aufladen. Damit können wir dem Boss ja Schaden zufügen, ohne überhaupt eigentlich was zu machen. So, vor dem nächsten Gegner dürfen wir nicht zurückweichen, sonst kommt der andere nämlich wieder. Oder der kommt auch ganz gleich wieder. Einfach vorbei. Und ich kann fühlen, wie wir Quickman gleich fertig machen. Nehmen wir den Flash, denn das macht ihm ja Schaden. Aus irgendeinem Grund. Da können wir seine Lebenspunkte schon mal senken. Und dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Waffe, die gut gegen ihn ist, aber glaube ich irgendwie weniger. Wahrscheinlich, wenn es voll ist, könnten wir es... Können wir ihn damit wahrscheinlich auf die halbe Lebensenergie runterbringen. Die Bubbles versuchen wir gerne erst. Hat Wind gerade was gebracht? Ach, Wind ist auch effektiv. Gut zu wissen. Benutzen wir Wind. Auch wenn es den nicht wirklich gut trifft. So, friss Wind. Ich dachte, wir wären das. Dammit. Alter, ey. Der Boss war sogar... Der Boss war hier schwer, ey. Schwere Stage und schwerer Boss. Was kommt als nächstes? Leichte Stage und leichter Boss wären mir am liebsten, aber... Ist auch Wunschvorstellung, ne? Quick. Boomerang. Achso, der hat Boomerang geschossen. Wir wären pink dabei. Also, ach. Das blöde Passwort, ey. Will ich doch gar nicht. Wenn es gut läuft, zocke ich das Spiel heute ganz durch, also. Als nächstes den Holzmann. Ich meine, guckt euch den an. Der sieht stupide aus, den kriegen wir down. Das ist irgendwie cool, der Anfang. Wisst ihr was, warum machen wir uns das so schwer? Ach, überhaupt der Boomerang? Ah. Das ist sozusagen der Cut-Ersatz, ne? Aber die Range von dem Teil ist auch behindert. Nein. Ettel. Unser Inventar füllt sich, will ich mal behaupten. Hier gibt es Hasen und Fledermäuse, auch cool. Hasen und Fledermäuse, ja. Die kann man irgendwie... Hä? Vorhin konnte ich die doch auch verletzen. Während die noch... zugedingst waren. Und Hasen. Okay. Fängt ja harmlos an, das Level. Und ja, viel Energie brauchen wir nicht, aber Hauptsache wir kriegen sie. Ein Robo-Hund, der böse Flammen. Ja, er ist tot. Whatever. Okay, was. Ah, noch so ein Hund. Okay, ich glaube, das atomare Feuer dieser Robo-Hunde macht schon Damage. Wir sind irgendwie ganz schön verletzt. Ach, noch so einer. Vielleicht können wir diese Stelle ja mit unserem Air. Nope. Das wird ihm nicht mal Schaden machen, oder? Bumerang, natürlich. Jetzt wäre Energie mal schön. Die Hunde, die sind ja vielleicht scheiße. Natürlich. Natürlich geht's noch weiter, ne? Energie, wie wär's? Ach, genau das wollte ich.
vielen Dank. Endlich mal ein Spiel, was auf mich hört. Finde ich gut. Passiert nicht allzu oft. Ah, Affen! Ih, Gorillas. Wenn es irgendein Tier gibt, was ich richtig hasse, dann sind es Affen. Ich meine, guckt euch die Affen mal an. Die sind so hässlich und dann sind sie noch dumm. Dumm wie Kacke. Auch wenn sie unter Tieren wahrscheinlich schlau als schlau gelten. Aber ich meine, Affen. Niemand mag Affen. Kennt ihr irgendjemanden, der Affen mag? Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, wir haben die Affen überwunden. Was kommt als nächstes? Die Stage ist schon cool, aber wir rennen irgendwie durch. Was macht die Hasen? Oh, die werfen Karotten. Cool. Ja. Komm, die Stage schaffen wir noch. Ohne zu sehr in Überlänge zu gehen. Gut, dass die Metal Bat schräg schießen kann. Oh, das hilft uns hier aber trotzdem irgendwie nichts. Immer noch nicht. Alter, die Stage ist irgendwie länger. Fiese Robo-Hühner, die über einen drüber springen und die sich nicht von der Metal Blade verwunden lassen wollen. Ja, solange wie sie über mich drüber springen. Ist, ja. So, wir sind bei Woodman und ich denke mal, Kreissägen gegen Wood ist doch immer ein Versuch wert. Es wird wahrscheinlich Feuer sein, gegen das er anfällig ist, aber. Okay, der hat ein Schild gemacht. Ah, doch, er ist schon so ein bisschen anfällig gegen die Kreissägen. Also, ja. Noch, das ist der dritte Gegner, der anfällig gegen Kreissägen ist. Kreissägen ruhen. Wir brauchen mehr Kreissägen in Spielen. Die einzigen Spiele, die mir gerade auf Anhieb einfallen, wo es Kreissägen gibt, sind Mega Man 2 und Super Meat Boy. Seht ihr, wir brauchen mehr Kreissägen. Schreibt in die Kommentare Spiele mit Kreissägen. Das würde mich mal interessieren. Und das nächste Mal Crash und dann Heatman. Wir sehen uns.